Ja, seid gegrüßt, Freunde meines Kanals. Wie ihr seht, habe ich heute ein Mediamarkt-Paket bekommen. Was ist denn heute? Heute ist der 19.11.2020. Mediamarkt oder DHL war nicht direkt bei mir, sondern ich bin zum Kumpel gefahren und habe mir da dort das Paket abgeholt. Und mein erstes, ich nenne es ja nicht mal Unboxing-Video, sondern mein erstes Video, wo ich euch zeige, wie ich ein Paket aufmache mit einem Messer, das nicht funktioniert. So, mal gucken, was wir hier drin haben. Ich bin schon ganz aufgeregt, da ich, vielleicht schneide ich mir auch gleich in die Pulsader und werde gar nicht sehen, was hier drin ist. Tada, 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 tada. Was sehen wir? Wir sehen Play Like Never Before. Falsche Seite aufgemacht. Oh Mann, ey. Das ist jetzt doof gelaufen. Was mache ich da? Egal. Wir sehen 825 GB. Wir sehen weiter nichts außer eine weiße Konsole. Eine weiße Konsole. Ja, Controller. Brr, brr. Cool, gefällt mir, freu mich. Ja, wie kriege ich die jetzt raus? Warte, so. Ich lege euch nicht ab, sondern ich nehme euch mit auf die Reise, dass wir die Konsole hier rauskriegen. Zack. Und dann machen wir so. Ja, hat Mediamarkt ein bisschen falsch. Und dort ist sie. Tada. Die PS5. Ab 6 Jahre kann man die Konsole wohl kaufen. Sehr schön. 8K, 4K, 120, HDR, ne? Sehr nice, gefällt mir. Gut, so, wir machen mal, wir stellen die mal hin. Cooler Griff. Ist aber bei jeder Verpackung einer Konsole so. Hier haben wir nochmal die Seite. Dort ist bei der nichts, außer nichts. Logo. Das war's erstmal. Vielleicht mache ich da nochmal PS5 Unboxing Video weiter. Grüße gehen raus an die Leute, die mir die Konsole auch gönnen. Ne? Weil hat ja nicht jeder bekommen. Sonst sage ich erstmal, ja, drin gehauen. Üts, üts, ne? Und bis ich die dann angeschlossen habe und mal online gegangen bin mit der, damit wir auch sehen, was die denn so leisten kann und bringen kann. Ich glaube, ich werde auf der Konsole, hier auf der PS5, ne, die mir hoffentlich gut gefällt, wohl nochmal Detroit Become Human drauf zocken. Das ist nämlich als, du hast glaube ich 18 Plus Teile drin. Ich möchte aber jetzt nicht lügen, ob das wirklich, wirklich so ist. Aber ich glaube, man bekommt als Plusmitglied 18 Titel, die man jetzt dann theoretisch, ich nenne es mal in Anführungsstriche, kostenlos runterladen kann. 18 Teile, die ich jetzt schon auf der 5 zocken kann. Ist doch geil. Sind zwar theoretisch, sind zwar nur PS4 Teile oder Titel, aber hier geht es trotzdem los. Vielleicht warte ich auch, bis meine, wir sehen ja hier, bis meine 6-jährige Tochter kommt und die kann hier dann das Unboxing-Video mitgestalten. Mal sehen, wie ich drauf bin. Cool, alles klar. Wie gesagt, drin gehauen, üts, üts und ich freue mich. Juhu, euer Mivu. Ciao. So, Freunde, jetzt ist es soweit. Jetzt packen wir die PS5 aus. PS5. Dann mache ich mich mal gleich ran. Und bin echt schon gespannt, was da alles für ein Shit drin ist. Tada, da ist sie. Sie wurde von anderen Leuten natürlich besser präsentiert als jetzt von mir. Ist auch, wenn man die jetzt so, muss ich ehrlich sagen, so stehen sieht,
ist gar kein richtiges Weiß, wie man immer gedacht hat in den Videos, sondern das ist ein Grau eher, würde ich sagen. So ein dreckiges Weiß. Ich nenne es mal eher einfach so ein dreckiges Weiß. Schwarze Stellen dran. Oder mein Licht ist gerade komisch. Die sieht aber echt cool aus. So, ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Die sieht echt edel aus, muss ich sagen. Ist ein Hingucker. Kann man jedem zeigen. Mal sehen, was da denn in der Konsole so drin steckt. Der Controller, der Ständer, wo die Konsole gleich draufgebaut wird. Netzteil, dann haben wir das Ladekabel und HDMI-Kabel.